Teil 2. Ja, wunderbar. Los geht's. Mit einem unserer Lieblinge, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. One von Punch mir, Man. Von Basti, von dir. Ganz, One Punch ganz, Man. Ganz groß. Geiler Anime, richtig geiler Manga. Kann ich jedem empfehlen. Wirklich der Hammer. Guckt oder euch, auf Netflix gucken. Ey, guckt euch das unbedingt an. Es ist der krankeste Shit, den es gibt. Also wirklich, vor allen Dingen der Endkampf ist der absolute Knaller. Wo wir bei krankem Shit sind, JoJo's Bizarre Adventure. Ein bisschen sehr viel älter, dieses Anime. Gab es auch Mangas zu. Aber das sind definitiv immer die Jungs mit den verrücktesten, durchgeknalltesten Frisuren und Klamotten. Ja. Unglaublich. Ja. Da ist der gute Mann gekommen. Und ja, dann auch ein älterer Manga und auch Anime, Lupin. Ja, Lupin the Third. Da gibt es jetzt die sogenannte Groovy Babe Shot Reihe. Ja. Und die Dame haben wir in zwei Versionen da. Ja, einmal hat sie einen weißen BH. Ja, so einen weißen Bade-Bikini. Bikini. Mit weißen Heels. Einmal blau. Na, wir wissen ja alle, die auch amerikanische Actionfilme und so mögen, wissen ja, dass Frauen grundsätzlich, wenn sie in den Pool gehen, immer ihre High Heels dabei haben. Immer die High Heels dabei haben und ganz wichtig, es muss der BH immer unter dem Oberkörper liegen, weil wenn jemand vorbeikommt, hier von der Beach Guard oder so, dass du den schnell hinten wieder zubinden kannst, ja, genau. Sonst gibt es Strafe. Genau. Das in Japan auch so ist, weiß ich nicht, aber die Japaner gucken sich da ja viel ab so. Ja, ich glaube schon. Ja, dann haben wir hier, wie heißt das nochmal mit Summer? Love Life Sunshine, genau. Eine Figur von Love Life Sunshine und gleich eine von noch School Island, da oben steht es in klein. Ach so. Weil ich das schon wieder fast grenzwertig finde, dann das. Ja, da ist doch das Island drauf. Ja. So. Also auch zwei junge Damen vom Strand. Ja, dann Fate, Last and Core. Ja, auch diesmal so ein Ritter, ne? Ja, alles was von Fate, könnt ihr auch alles auf Netflix gucken. Einfach mal Fate in die Suchleiste eingeben und dann mal einfach berieseln lassen. Das ist mega geil, was da so abgeht. Ja, und jeder hat sich ein Eis geholt. Genau, aus Puella Magi. So. Dann von Bandai zwei Figuren zu Sword Art Online, genau. Da haben wir sie mit einer Knarre, mit einem Gewehr in der Hand. Asuna ist das. Und Laufpose. Dann haben wir noch die Yuki. Ja, auch aus Sword Art Online. Diesmal nur mit einer Pistole, aber auch mit einem Schwert. Was ich jetzt bei der anderen auch erwartet hätte bei dem Namen, aber... Die hat auch einen Stab oder eine Waffe, ein Gewehr oder ein Gewehr hat sie, Richtung. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, bei Sword Art Online würden die alle mit Schwertern kämpfen. Ich habe leider, ihr merkt, die Serie noch nicht gesehen. So, dann von Mattel. Ja, True FX-Reihe. Neue Wrestling-Figuren, Elite, Harper und Kurt Angle. Der hier, ich bin ja schon lange raus vom Wrestling, aber der sieht ein bisschen aus wie irgend so ein Anführer einer ganz schrägen, menschenfressenden Mad Max-Gang. So. Hinten. Roman und Kevin Owens. Krasser Typ. Ja, und ich meine auch, die werden jetzt im Moment alle verkauft, die Roman-Figuren. Dann haben wir noch Nikki Cross. Ach, eine Dame mal. Und AJ Styles. AJ Styles, oh ja, er ist unheimlich stylisch. Er ist der Styler. Ja, und er hat lange braune Haare, also das ist mir schon gleich sympathisch. Und ein Bart. Und ein Bart, also das ist eigentlich meine Figur. Ey, eigentlich könnte man den eigentlich wäre das ein bisschen Action ummalen. Army. Das ist Action Army. Wenn ihr gesehen habt auf unserer Facebook-Seite Norden Customs, die haben gerade eine Comic Cave Action-Figur gemacht. Ja. Geht da mal hin, Facebook oder so, Norden Customs. Der junge Mann, der macht wirklich tolle, tolle, tolle Figuren. Ja, und der hat den Action Army gemacht. Und der hat Action Army gemacht. Ja. So. Und dann die Figur hier, wenn ihr das Video seht, werden sie alle verkauft sein. Wir hatten noch ein paar zurückgehalten für die reserviert waren. Da ging heute Mittag nochmal
eine Handvoll in den Verkauf, und zwar Shredder 1:4. Soweit wir wissen, sind die alle ausverkauft. Wir versuchen gerade noch mal eine ordentliche Stückzahl reinzukriegen. Ob wir was reinkriegen oder nix, können wir leider noch nicht sagen. Nee. Wenn es schlecht läuft, also auch Foot Soldier, da hatten wir, haben wir zwar noch welche da, aber da hatten wir auch versucht, noch mal welche nachzukriegen. Ging gar nichts mehr. Keine genau. Ahnung, aber Neka macht immer mal auch noch mal was nach, ohne es groß anzukündigen vorher. Ja. Von daher, dann mal wieder was für unsere Super 7 Masters of the Universe Freunde. Ich hatte euch ja letzte, ne, du kannst es auch gar nicht erwarten, endlich mal wieder was von Masters, von Super 7 zu hören. Ja. Vor 2, 3, 4 Wochen kam ja die Nachricht, dass die Vintage Wave 3 auf September verschoben wurde. Jetzt haben wir gestern Nachricht bekommen, sie soll Ende Juni kommen. Sprich, ich würde jetzt mal sagen, übernächste Woche. Lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen. Wenn sie denn dann kommt, dann kriegt ihr natürlich wie immer E-Mails von uns mit den Zahlungsbenachrichtigungen und so weiter. Wollen wir mal Daumen drücken, dass es hinhaut. Und dann gibt es ja noch dieses Video, was Super 7 wohl relativ kommentarlos gepostet hat in irgendeinem so Blog, wo He-Man eine Träne verdrückt und langsam weggeht. Sich und quasi verabschiedet. Ja, das interpretieren jetzt alle rein, nachdem er jetzt auch Mattel für Mattel die, hat für San Diego Comic-Con also sie schreiben Exclusive-Paket, es ist aber wohl bestellbar gewesen bei denen im Online-Shop. Mal schauen, hat auf jeden Fall sind es Neo-Vintage-Figuren, die direkt nach den Mini-Comics angefertigt sind, und die haben natürlich direkt auf die Kacke gehauen. Also da ist ein Doppelpack zu einem recht erschwinglichen Preis mit Wechselköpfen dabei, völlig unterschiedliche Köpfe auch, je nachdem. Das eine war, glaube ich, vom Comic, das andere zur Filmation-Serie. Und dann auch Prinz Adam mit echter Kleidung und so dabei. Und ein Comic dabei. Oh. Und laut Pixel Dan, der auch immer ein Besuch wert ist, falls ihr den nicht kennt. Auf jeden Fall. Der ist da ja immer ganz hart an der Quelle, so bei den ganzen Herstellern. Und der hat wohl rausgehauen, dass Mattel wohl eine neue Toyline ankündigt zu Masters. Und das passt natürlich ganz gut zu dem netten kleinen Video von Super 7. Ja. Also ich vermute mal, dass sich ganz, ganz viele Leute weltweit bei Mattel auch beschwert haben. Wie könnt ihr bloß Super 7 so eine große, starke Marke geben? Die machen nur Scheiße. Und daraufhin, das ist jetzt so meine persönliche Vermutung, wird Mattel den das wahrscheinlich abgenommen Wobei haben. Wobei ich jetzt die letzte Wave eigentlich so auch qualitätsmäßig in Ordnung fand. Ja, es so ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, aber lief ja bei Super 7 unheimlich Mattel hat seit 70 Jahren, oder seit, sagen wir mal seit 50 Jahren, zwei starke Marken, die am Leben halten. Das ist einmal Barbie, ist die erste große, und danach ist es Super, es ist Masters of the Universe. Und das ist schon eine ziemliche Blamage, wenn da so eine Marke dann quasi so. Naja, sie haben es ja damals mit Matty sehr stiefmütterlich behandelt. Und dann immer nur so Direktversand und so ein Kram, so ein immer niedrige Stückzahl und bla. Ich gehe mal davon aus, dass sie es besser machen wollen. Und ich will es bei Super 7 gar nicht mal an der Qualität festmachen, weil wie gesagt, ich fand jetzt die neuen auch okay, dass da jetzt Sammler. Also, der eine oder andere nicht zufrieden ist, wenn da hinten das Papierchen irgendwie eingeschweißt ist oder sie zu viel Kleber genommen haben für die Verpackung, okay, dafür waren es auch billige Figuren, aber diese ganze Vertriebsgeschichte und Versand und alles und ständig verschieben und weiß nicht was, da war halt organisatorisch, waren die offensichtlich total überfordert. Ja. Das heißt jetzt alles noch nicht, dass jetzt wirklich Mattel das weitermacht. Das sind jetzt alles noch Gerüchte. Ne? Ja. Das könnt ihr noch nicht für bare Münze nehmen, aber im Moment spricht eigentlich immer mehr dafür, dass vielleicht in
2 Jahren oder in 3 Jahren dann Masters wieder von Mattel rausgebracht wird. Ja, also es wurde jetzt gestern auch schon wieder bekannt gegeben, es kommt auch zur Netflix DreamWorks She-Ra-Serie, kommt von Mattel tatsächlich auch ein Doppelpack. Ach so, okay, na gut. Und zwar mit She-Ra und Shadow Weaver in einem Paket. Ah. Also da kamen ja die ersten beiden Figuren auch von Super 7. Hm. Ist da schon, kommt die Shadow Weaver tatsächlich noch. Die ist ja, glaube ich, in der Wave 4 oder ist sie in der Wave 3? Ja, genau, da kommt, nämlich ein. Ja, das ist aber die Shadow Weaver noch von damals. Genau. Genau, und zur neuen Serie, da kam ja jetzt dieses Exclusive, Super 7 Exclusive Doppelpack raus. Ach so, richtig. Ja, die Figuren sind Grütze. Also, ich habe sie ja ausgepackt, das ist wirklich Müll. Okay. Also, es ist halt für mich, also, es ist halt, meine Bewertung der Figuren war, es ist Spielzeug, was Sammlern als Sammlerobjekt verkauft wird, einfach aufgrund der Verpackung und dass sie es so krass limitieren. Und dafür muss man dann keine $60 bezahlen für zwei die offensichtliche Spielzeug. Wobei ich jetzt nochmal dazu sagen will, wer Spaß damit hat, soll Spaß damit natürlich haben. Natürlich, na klar. Wenn uns das eine oder andere nicht so gefällt, das sind persönliche Meinungen. Natürlich, und jeder darf das gut finden oder schlecht finden, wie er das mag. Ne? Also ich will euch da den Spaß nicht verleiden. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau, nächste Woche kann ich euch was zu Pets 2 eventuell erzählen. Ja, und ich eventuell zu dem neuen Spider-Man-Film, aber ich glaube, das wird zeitlich nicht ganz hinhauen. Da werde ich euch wahrscheinlich erst übernächste Woche sagen können, ob der was taugt. Mal schauen. Aber den letzten Trailer fand ich super, muss ich sagen. Hast du den asiatischen Trailer gesehen? Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Nee? Also, geht auf YouTube oder wohin auch immer und guckt euch den asiatischen Trailer von Spider-Man Far From Home an. Das werde ich nachher auch machen. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.